Seid ihr herzlich willkommen. Wochenorakel bis 24. September. Montag erreicht Mond Spica. Spica ist die Weizenähre der Jungfrau. Und in diesem Tag, Montag, wenn wir etwas starten, das trägt Früchte. Montag sehen wir hier, über Montag herrscht Mond. Und was passiert noch im Montag? Dieser Sarg kann Erbschaft sein, dass bei diesem Themen etwas vorangeht. Dieser Sarg kann auch bedeuten, dass wir etwas zum Ende bringen oder beenden. Dieser Sarg kann auch etwas Altes auch sein, ein altes Buch, altes Wissen oder Antiquität oder ein altes Haus oder altes Heim. Oder wenn diese Karte hier erscheint, kann auch die Vergangenheit sein, dass jemand denkt an dich von Vergangenheit oder dass jemand etwas beenden möchte. Entweder du beendest etwas oder kann auch dein Partner oder Partnerin auch sein. Es muss nicht die Beziehung sein. Das kann Kontakten oder die Arbeit beenden oder zu Ende bringen. Dienstag steht Sonne und Neptun gegenüber. Sehr widersprüchlich. Neptun zeigt die verborgenen Dinge, beziehungsweise zeigt nicht. Das ist sehr, sehr geheimnisvoll. Und Sonne will aber die Wahrheit wissen, beleuchtet etwas. Das kann in politischen Ebenen auch passieren, weil Sonne symbolisiert die Regierung und passiert vielleicht etwas, was für uns undurchschaubar ist. Das kann sogar Betrug auch sein. Also etwas im Verborgenen passiert. Dienstag herrscht Mars. Und da ist der Mars-Symbol. Was passiert Dienstag? Anker bedeutet Sicherheit und Stabilität, endlich angekommen zu sein, verankert fühlen. Das kann die Beziehung sein oder die Wohnort sein oder Beruf, Berufung sein. Außerdem Anker symbolisiert auch Beruf, Berufung. Mittwoch herrscht Merkur. Was passiert am Mittwoch? Diese Karte kann dein Glauben auch sein, die Glauben stärken. Oder kann eine spirituelle Richtung auch sein, weil dich das interessiert. Aktiviert auch karmischen Themen, so ähnlich wie Sarg auch, zeigt Vergangenheit, kann auch das frühere Leben auch sein, Erinnerungen oder eine seelische Verbindung. Was dieses Kreuz noch bedeutet, Schicksal. Denn Schicksalswegen kreuzen sie sich. Oder eine Entscheidung, weil du erreichst in dein Lebensweg diese Kreuzung und wirst du neu orientieren. Etwas schließt du ab, suchst deinen Platz im Leben und das kann berufliche Veränderung auch sein. Donnerstag herrscht Jupiter, der große Glücksplanet. Dieser Schlüssel symbolisiert dein Selbstsicherheit. Oder du kannst mit diesem Schlüssel etwas abschließen, zum Ende bringen.
dann orientieren, Entscheidungen treffen, die Möglichkeiten hast du. Hier ist die Schlüssel dazu. Hier öffnet sich eine Tür. Außerdem wirkt Speaker, wenn wir etwas starten, besonders Montag, das trägt auch Früchte. Über Freitag herrscht Venus. Sei etwas vorsichtig, besonders wenn es um Kommunikation handelt, weil jemand versucht, dich zu verletzen oder wenn du etwas zu schnell, unüberlegt sagst, verletzt du vielleicht anderen und hier entstehen Missverständnisse oder sogar Streitigkeiten. Samstag herrscht Saturn. Samstag erreicht Sonne die Herbstpunkt, Tag und Nacht gleiche. In diesem Abend werde ich ein großes Ritual halten, damit eine Wende kommt in unserem Leben. Dieser Ritual beginnt um 20 Uhr. Per E-Mail kannst du gerne anmelden. Energieausgleich ist 10 Euro aus der Schweiz. 12,50 Euro wegen die Bankgebühren. Was passiert Samstag? Hier klärt sich etwas auf. Vielleicht dieses Missverständnis. Oder bedeutet reinen Gedanken und reinen Gefühlen. Eventuell kann das Thema Sexualität sein. Hier in die Mitte erscheint die Sonnensymbol und Sonne herrscht über Sonntag. Hier sehen wir die Öffentlichkeit. Entweder kommt eine Einladung oder du begegnest mit jemand in die Öffentlichkeit oder möchtest in die Öffentlichkeit bringen etwas oder bekommst du Ansehen, Anerkennung. Und das war mein Wochenorakel. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.